und willkommen bei Seichte Unterhaltung aus Ostfriesland. So, weiter geht's mit der Thematik von wegen hier Entrostung. Es ist Elektrolyse. Jetzt hat das jetzt ungefähr, wie lange haben wir das jetzt denn laufen lassen? 6 Stunden. Wie gesagt, mit der Autobatterie, jetzt bei uns ist gerade hier muige Wetter hier, Regen und so, also schön alles abgedeckt. Ja gut. Wollen wir das Experiment hier wird erstmal beenden. Das ist gar nicht mal so einfach. Beschränktes Außenlicht. Ich muss auch dazu sagen, dass sich die Temperatur des Wassers erhöht hat. Kurz sagen, wo ist mein digitales Thermometer Dingsbums da? So, haben wir da. Da ist ja schön. Dann, was haben wir da? Geht das drauf? Zur Spitzenzeit hatte ich heute 45 Grad Celsius das Wasser. So, dann wollen wir mal. Ups. So, das Objekt der Begierde. Bleah. So, ziemlich erwärmt. Gehen wir mal ins Haus rein. Boah, ist am nass, am riechen hier die Schuhe. Mal gucken, wie es aussieht hier. Man kann es, glaube ich, leider mit der Kamera schlecht aufnehmen. Das ist natürlich komplett geschwärzt. Und vorher war es wie ich sehr stark, extrem stark verrostet. Wie gesagt, ich habe dieses Gartengerät auch beim Feuer gehalten und dann weggeschmissen. Aber dafür sieht es jetzt recht gut aus. Man kann auch teilweise blanke Metallstellen wieder erkennen. Ja, die nächste Option wäre natürlich jetzt entweder die Möglichkeit besteht jetzt darin, das zu erhitzen. Und dann halt in Öl, beziehungsweise zu bläuen oder zu schwärzen, dass es halt vor Rost geschützt wird, oder halt mit einem Hammerschlaglack zu lackieren. Ich werde erstmal das Objekt hier reinigen und dann gucken, wie ich weiter verfahre. So, da haben wir die braune Suppe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert, aber gerade war es ziemlich gut. Na, wollen wir zünden. Puff. Ja, man hört es ganz minimal knallen oder puffen halt. Ja, so ist halt ein Cheat. So, wo ist die Metallplatte jetzt hin? So. Jetzt wird es sehr interessant. Ein äußerst faszinierendes Gebilde hat sich jetzt auf diese Metallplatte abgesetzt. So. Wie gesagt, was ich jetzt gerade mit bloßer Hand tue, sollte ich auf keinen Fall machen, da es sich um eine starke Lauge handelt. Und mit dem ganzen Material, was ich gerade so absah, oh, stinkt pervers. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie so eine alte Decksplatte von der Titanic. Nach ein paar Jahrzehnten unten im Meer. Aber sehr interessant, was sie darauf abgelagert hat. Ja, leider habe ich eine sehr beschränkte Kamera, das heißt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht so gut sehbar. Ich will es auf jeden Fall erstmal trocknen lassen und dann morgen bei helligem Tage euch nochmal zeigen, wie das aussieht. Na gut, das ist auf jeden Fall erstmal das Endergebnis. Und beachten, es ist eine tierische Sauerei. Also, wenn ihr Frau und Kinder habt, dann müsst ihr aufpassen. Ich glaube, die Frau wird da nicht so überfreut drüber sein. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist, zieht euch bitte Schutzhandschuhe an und auch eine Schutzbrille. Denn wenn ihr mal da reingucken wollt, wie der Status ist, kann natürlich sein, dass wir die Karte. Das ist mal eine erfolgreiche Reinigung. Ah, ist natürlich das beschissen, dass die Kamera das nicht so toll drauf kriegt. Aber man sieht schon, wo die Oberfläche sieht natürlich aus wie jetzt zerschossener Mondkrater, weil extrem. Es hat ja ungefähr jetzt, ja, ich würde sagen, jetzt knapp 2 Jahre lang draußen gelegen. Wie gesagt, vorher hatte ich dieses Gartengerät noch im Feuer drin gehabt. Aber man sieht jetzt schon, ich habe es mit einer Drahtbürste behandelt. Ja, nichts mehr mit Rost. Die Schruse ist weg. Und das Schöne natürlich bei der Elektrolyse ist natürlich der Vorteil, dass man das zu behandelnde Werkstück sanft entrostet. Also nicht mit, was das Problem ist natürlich mit hier Sandblasen etc., wie Schruse nochmal heißt. Damit kannst du natürlich die Oberfläche auch zerstören oder gewisse Markings etc. zerstören mit. Aber hier ist das Werkstück so, wie ich es ja, gesehen habe, bekommen habe, so kommt es raus.
Ja, funktioniert hundertprozentig. Aber wie gesagt, darauf achten, ist eine große Sauerei. Meine Flossen sehen aus, als hätte ich hier gerade hier in den Kamin reingefasst. Aber gut, ich würde sagen, das hat super funktioniert, weil ich traue dem ganzen Salat ja sowieso nicht, was man manchmal so im Internet sieht. Entweder macht man es selber oder man lässt die Flossen davon. Aber es hat wunderbar funktioniert. So, wie gesagt, als nächstes werde ich das Ding nicht mehr beigehen, das Zeug erhitzen und erst in Öl eintauchen. Ich muss im Neuen erstmal Öl besorgen. Ich muss generell erstmal gucken, wie ich weiterverfahre. Entweder werde ich so jetzt direkt mit Hammerschlaglack lackieren und dann gucken, wie sich es weiter verhält. Aber dieses Experiment kann in Serie gehen. Hat funktioniert. Ja, ich hoffe euch da ein paar Informationen gegeben zu haben, dass es für euch relativ interessant war, was man wie wo machen kann. So als Selbstbastler, Selbstfummler halt. Ja, würde ich sagen, hat funktioniert. Das Wasser ist natürlich weiterhin für weitere Zwecke zu verwenden. Wie häufig man das verwenden kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, morgen am Tag zeige ich nochmal die Metallplatte, was dafür ja, Mietenstalaktiten dran geworden sind. Aber gut, das war es erstmal von meiner Seite aus. Bitte denn dann. Tschüss.